Also haben zwei Punkte gefallen. Die Anleger sind verunsichert. Die Erben sind das Thema überall. Schatz? Als Vormund für seine Kinder wärst du ihm gut genug gewesen. Aber die Firma werden wir ihr nicht überlassen. Dafür habe ich viel zu viel investiert. Wir haben investiert. Ich habe mich jahrelang von ihm demütigen und mit bedeutungslosen Jobs abspeisen lassen. Wer ist sie denn? Ein hübsches Dummchen, was sein Bruder aus dem Dreck geholt hat. Was ist denn jetzt? Täusch mich bloß nicht wieder. Gegen einen Toten und seine heulende Witwe wirst du dich ja wohl durchsetzen können. Jetzt zeig einmal in deinem Leben, dass du Eier hast. Was ist denn jetzt? Da ist er. Hallo. Hallo. Und wird sie zahlen? Davon gehe ich aus. Wenn sie das Geld auftreiben kann? Das kann sie nicht, das ist ja der Witz. Sie sind doch Anwalt. Gibt es irgendeine Chance, dass wir das anfechten? Schwierig. Man müsste beweisen, dass das Testament eine Fälschung ist. Oder dass der Erblasser bei der Abfassung nicht zurechnungsfähig war. Aber da es notariell beurkundet ist, ist das aussichtslos. Und wenn man die Vaterschaft anzweifelt? Damit gewinnen Sie höchstens Zeit. Das würde mir schon reichen.